Am 24. November trafen sich wieder die Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner am Monument in der Innenstadt von Salzgitter-Lebenstedt, um den Weihnachtsmarkt zu eröffnen. Hier warteten bereits Kinderkarussells, Glühweinstände, Getränkebuden sowie Essenstände aller Art auf die Besucher von nah und fern. Organisiert hatte den Weihnachtsmarkt die Werbegemeinschaft City Lebenstedt e.V. Der neu gewählte Bürgermeister der Ortschaft Nord, Werner Müller, luden dazu gemeinsam mit der Werbegemeinschaft und seinen Kollegen Uwe Zyron und Stefan Klein ein. Zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest spielte der Posaunenchor der Propstei Salzgitter-Lebenstedt. Der Posaunenchor unterstützte musikalisch die Andacht von Propst Joachim Kuglik. Mitbürgerinnen und Mitbürger, bevor wir nun den Weihnachtsmarkt hier in Lebenstedt eröffnen, möchte ich Sie im Namen der beiden christlichen Kirchen in Lebenstedt und in Salzgitter herzlich begrüßen. Nach der Eröffnung wurde auch wieder gesungen unter dem Motto Salzgitter singt. An der Gitarre sorgte Bettina Bendisch aus Lichtenberg für adventliche Klänge. Wie von der Werbegemeinschaft versprochen, wurden auch in diesem Jahr wieder Weihnachtsmänner an die Kinder und auch an die Erwachsenen verteilt. Im Schatten des Monuments stand eine Krippe, die an den christlichen Ursprung des Festes erinnert.